Jo Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 15. Wir sind hier angekommen beim Zug und wollen nach Catanissa. Und es gab gerade einen Streit. Hoffentlich habt ihr die letzte Folge geguckt. Was ist das für ein... Bestimmt ist das Königsgrab wieder an so einem gefährlichen Ort. Irgendwo hier soll also ein Königsgrab sein. Okay, wir wollen ja eine neue Königswaffe uns holen. Schließlich sind wir noch nicht bereit, um direkt zum Imperium hinzugehen und uns den Kristall einfach zu schnappen. Okay. Ich möchte erstmal auf Ausrüstung gehen. Und noch das den Ring geben. Was ist er denn? Hä? Ist das hier Schwert der Mystik? Ich weiß es nicht. Aber anscheinend doch nicht. Ich weiß es nicht. Nehmen wir mal ein anderes Outfit. Königstracht. Das sieht ein bisschen zu edelhaft aus. Stimmt, ich habe ja noch hier die anderen Outfits. Echt sicker. Meisterassassine. Ja, moin. Fangen wir auf Ubisoft getrimmt. Okay, keine Ahnung, was das sein soll. Wahrscheinlich so ein bisschen Mass Effect. Paint Boy. Nee, wir nehmen nochmal den Emo Boy. Der ist immer noch perfekt. Ja, Ignis tut mir am meisten leid. Aber wir geben ihm auch nochmal ein schickeres Outfit. Nee, das sieht auch nicht cool aus. Ah, hier, sowas. So ein Outfit ist doch gut. So, haben wir noch ein paar Fertigkeiten, die wir abgeben können. Ich habe 362, die ich abgeben kann. Dann machen wir das für den Kampf. Dann gucken wir mal nochmal. Team machen wir auch nochmal. Dann haben wir jetzt hier noch Statuseffekte. Oh, das ist ganz wichtig. So, ansonsten habe ich glaube nichts mehr. Erkundung, ja okay, das ist nicht so wichtig. Oder Wartemodus. Ah, ich kann meine Königswaffen auch nochmal leveln. Das ist ja echt geil. Reduziert den Verbrauch des Limitbalkens, okay. Die Rate mit Angriffen der Limitbalken. Mit den Schaden, den Exkultiv verursacht. Gut. Ah, also das sollte ich auf jeden Fall leveln. Denn die Königswaffen benutze ich wahrscheinlich später noch mehr als gedacht. Information zum Königsgrab sammeln. Hallo, hey, habe ich vielleicht Informationen? Du da. Ich brauche Hilfe bei der Suche nach... Ach, Geoev? Nein, ach so, allerdings... ich dachte, die gibt mir jetzt Informationen. Ja, nee, dann sei mal still. Ich will jetzt keine Schokobo-Küken sammeln. So, kurz wieder erinnern. Wer kann denn mir hier helfen? Schicker Bahnhof auf jeden Fall. Hier muss es doch irgendwo Personen geben, die mir helfen können. Wo sind eigentlich meine Freunde? Haben die mich, hassen die mich jetzt etwa, oder? Ach, so ein Pech auch. Was ist los? Ich bin extra hergekommen, um das Königsgrab in der Castino-Grube zu besuchen. Aber seit diesem mysteriösen Vorfall ist Zivilisten der Zutritt wohl nicht mehr gestattet. Ja? Diese Castino-Grube, wie kommt man denn da hin? Castino! Der Fahrstuhl da drüben führt direkt zur Grube, aber ich rate dir davon ab, dich dem Grab zu nähern. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der King of Lutzes.
Und ich kann machen, was ich will. So, deswegen gehen wir jetzt auch hier runter. Und gucken doch mal, was da unten vor sich geht. Ja. Brechen wir bald auf? Ja, du kannst natürlich mitkommen. Ich komm schon klar. Mann, der arme Ignis. Wir sind da, am Steinbruch. Das Grab muss sich im Innern der Grube befinden. Jetzt müssen wir nur noch das Grab finden. Die Fauna hier ist uns unbekannt. Wir müssen beim Kämpfen noch vorsichtiger als sonst sein. Na, schon klar. Ignis läuft aufgrund seiner Augenverletzung langsamer. Nimm etwas Rücksicht auf ihn und lauf nicht so schnell. Der Boden ist rutschig. Vorsicht. Okay, danke. Schön langsam, Ignis. Wir warten. Soll ich extra für den blinden Passagier Rücksicht nehmen? Ja, okay. Ich bin nicht assi. Tut mir leid. Ich habe nur ein bisschen Schadenfreude. Es tut mir leid. Ich sollte nicht Schadenfreude haben. Gut. Da unten sollten wir irgendwas betätigen können. Ja, fuck, dir tut mir wirklich leid. Überanstreng dich nicht, Ignis. Keine Sorge, ich warte. Ich bin kein Assi-Freund. Ich hab doch gesagt, ich bin kein Assi-Freund. Wäre der König so gütig, auf sein Gefolge zu warten? Ja doch, Mann, Schnauze. Alter, ich bin nur auf einmal auf Dreieck gekommen. Tut mir leid. Ich wollte nicht porteln. Ja, scheiße. Kann ich nicht den Typen mit dem Krückstock spielen? Na toll, da vorne sind riesige Spinnen. Ich gehe einfach mal hier runter. Kann ich nicht einfach sagen, ich gehe vor, ihr bleibt da mal kurz stehen und guckt mir hier die Lage an? Okay, hier kann ich was betätigen vielleicht. Das Steuerpult scheint intakt, doch die Stromquelle ist verrostet. Der Schalter. Sieht aus, als würde er was Großes in Gang setzen. Sieht allerdings ziemlich verrostet aus. Na gut. Wo rostet, ist auch Strom. So sagt man es immer. Wo sind die beiden? Ach, da oben sind die. Ja. Prompto, geh doch jetzt nicht weg von Ignis. Darf doch nicht alleine da laufen. Mann, der Arme. Hier sieht so verloren aus. Kennt ihr Wall-E? Diesen Film? Diesen Disney-Film? Da spielt es ja auch so 300.000 Jahren, ich weiß nicht wie viele Jahren, nach dem Aufbruch von den Menschen. Das Grab muss wohl da drunter sein. Ignis, nicht stolpern. Die dann. Danke. In den Weltall gegangen sind, weil die Erde nämlich richtig schlimm wurde. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen. So alles verrostet, verdreckt. Die Menschen haben es schlimm verlassen. Ja, immer sind die Menschen schuld. Okay, Ignis kommt. Ja, ich gehe kurz vor. Ist das okay? Ist ja noch keine Volksschaft. So, kurz warten. Ui, Ignis läuft sogar schon von Was ist allein. Denn das? Kommen wir da durch? Könntest du ja mal testen. Da ist auf jeden Fall ein Spalt. Der Eingang ist versperrt. Muss eine Art Baumaschine sein. Wenn es eine Maschine ist, lässt sie sich bestimmt von irgendwo steuern. Sicher mit dem Schalter von eben. Ja, das ist gut möglich. Versuchen wir es. Aber brauchen wir nicht Strom dafür? Na gut. Aber hier würde ich halt gerne sagen, jetzt bleib doch mal dort stehen und ich mache mal den Hebel da hoch. Okay, das wollen die anscheinend nicht. Das
Hier, hier ist auch so ein Schalter, oder? Naja. Kann man nichts machen. So. Einmal in die Pampa rein und hier hoch. Sieht vielversprechend aus. Eine Steuerung? Mal sehen. Naja, vielversprechend sieht das jetzt nicht aus. Sieht eher dreckig aus. Oh, da kommt was raus. Aber nichts Schönes. Mist. Raus. Das war wohl nichts. Warum? Mal sehen, was hier steht. Bei Stromausfall die Generatoren aktivieren. Schlüssel ist im Schuppen. Und wo ist nun dieser Schuppen? Gute Frage. Muss irgendwo sein, wo wir noch nicht waren. Na toll. Also noch mehr durch den Schlamm latschen. Der Feind kommt näher. Ja, moin. Vorsicht, Ignis. Verstanden. Danke. Bitte doch nicht zu früh. Wer kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Oh Gott, oh Gott. Diese Spinnen, die sind schon... Ach, das sind keine Spinnen, das sind Krabben. Mr. Krabs ist auch hier. Ich würde Ignis noch keine Fähigkeiten geben, weil der hat ja, wie gesagt, gerade andere Probleme. Verdammt! Scheiße! Dann geht er weg. Brauch doch mal hier Hilfe! Wenigstens heilen kann ich euch noch. Übertreib's nicht. Naja, zumindest das kann er noch. Okay, das klang eher ein bisschen gemein. Prompto! Prompto schießen. Und jetzt nicht bewegen. Da ist schon Nacht geworden. Ach, wegen Zeus. Ja, aber ich will nicht Zeus jetzt aktivieren. Das Spiel will unbedingt, dass ich jetzt zurück. Zeus war ich hier aktiviere. Weg? Nein, so war das nicht gemeint. Renn nicht so. Ich renn doch gerade gar nicht. Der ist doch noch dort. Jetzt kann ich nichts sehen. Na super. Ach, guck mal, da oben sieht es doch aus, als wäre das ein Schuppen. Leute, ich gehe mal kurz vor. Vielleicht klappt es jetzt. Ja, keiner meckert. So, hier oben ist so eine Art Schuppen. Oder doch nicht? Hä? Sah aus wie ein Schuppen. Oh mein Gott, da habe ich mich wirklich getäuscht. Ah, Digga, die wird mir sogar auf der Karte angezeigt. Ich hole Nuss. Leute, kommt ihr? Ja, okay. Sie kommen. Das ist ein roter Knopf. Renn nicht so! Die Grube ist mit Generatoren zur Stromerzeugung ausgestattet. Fürs Anwerfen wird ein Schlüssel benötigt. Ach, das ist mir gerade auch erst aufgefallen, weißt du? Oh nee. Was bist du denn für ein hässliches Ding? Nein, danke. Was ist das? Ist das... Was ist denn das überhaupt? Ist das eine Motte oder... Ist das ein Scampi? Das kann ein Scampi sein. Also mit Scampis will ich nichts zu tun haben. Geh weg von mir. Kann ich den nicht irgendwie... Ich könnte einmal ins Kampfgeschehen reingehen und dann wieder rausgehen. Ja, perfekt. Ja, Scampis. Da sind Goblins. Ja, stimmt. Die Nacht ist ja gerade aufgebrochen. Ja, die müssen wir leider bekämpfen. Da ist kein Weg dran vorbei. Das sind diesmal keine Goblins, das sind Snoggers.
Gut, ich habe sie vertrieben. Lauf nicht alleine davon. Ich hab's doch verstanden. Die sehen doch unser Licht da. Guck, da kommen sie doch. Da hinten ist der Schuppen. Und, die sehen uns sowieso jetzt, weil hier Licht an ist. Da ist er, der Schuppen. Gut, ich hole mir mal kurz den Generalschlüssel. Generalschlüssel, das heißt Generatorschlüssel. Hier, das muss der Schlüssel sein. Ziemlich unverantwortlich, den hier einfach so verrosten zu lassen. Und, wo müssen wir jetzt hin? War auch auf dem Schild vorhin erklärt. Na dann los. Ja, aber leider hat Ignis keine Augen mehr, deswegen kann er auch nicht Schilde lesen, ihr Idioten. Backtracking. Ich hasse es. Ignis. Prompto. Gladio. Also Rücksicht auf andere zu nehmen, das ist ja lässig. Nein, Spaß. Ey, Leute, bitte nicht ernst nehmen. Oh, Mann. Hey, Gladio, kannst du dich bitte entschuldigen von letztes Mal, wo wir Zug gefahren sind? Das fand ich nicht so nett. Okay, genug mit dem Späßchen. Nee, ich habe keinen Bock auf Scampi. Wir müssen alle Gegner beseitigen, ehe wir uns die Maschine angucken Ach, können. Ach, fick dich doch. Na gut. Rechts! Soll sich die Kröte mal verpissen? Ja. Okay. Gut. Strom. Hier, der erste. Geht er noch? Mal sehen. Das Kabel ist verbunden. Verbox nicht. Halt jetzt die Klappe. Leute, ganz ruhig. Ich mach schon an. Klingt gut. So, grün ist gut. Noch einen. Was? Es gibt noch einen Generator? Ist eine große Maschine. Mit einem Generator kriegt man die nicht bewegt. Ihr Idioten, da unten war doch auch ein Hebel. Also... Oh nein. Och, Digga. Wirklich jetzt? Ich dachte, ich komme hier auch ohne Bestien durch. Ich beseitige die mal. Ich erkenne gar nichts mehr. Alles gut, der hat nur meinen Schuh. Au! Au, voll in die Matschepampe, Digga. Ob das so weh tut. Heilig. Hier, Ranto! Gladio! Oh nein, Gladio kommt nicht durch. Dieser. Nein, Gladio! Da muss der König wieder rein. Wie zu erwarten war, beschwerlicher Weg.
Konzentrier dich lieber, statt zu plappern. Leute, habt ihr jetzt etwa keinen Spaß mehr? Ja, okay, ich kann's verstehen. Sehr viele Verluste treiben einen nicht auf Ironie. Gott, nochmal grün. Hier ist der zweite. Schmeiß die Maschine an. Wer weiß, wie lange der Strom hält. Das weiß ich selber. So, dann knipsen wir mal das riesige Teil an. Nockt! Warte auf uns! Ja, ich knips doch nur das Teil an. Das sieht doch viel besser aus. Ist der Weg frei? So hat es sich angehört. Ja. Sehen wir nach. Gut so. Weiter in die Pampa. Hier, weiter in der Pampa. Oh. Okay, Leute, kommt ihr auch mal? Oh, sorry, ich bin ein bisschen müde. Hey. Hast du etwa vor, so das Grab zu betreten? Was meinst du? Ich finde, deine Ahnen verdienen mehr Respekt. Und überhaupt, ich glaube, du würdest am liebsten aufgeben. Ja. Entschlossenheit zeigen. Ich muss weiter. Ist doch egal, was ich will. Als König habe ich ohnehin keine Wahl, oder? Ja, das mag ja sein, aber... Wenn du das weißt, verhalte dich entsprechend! Was hat denn... Also, ich weiß, Gladio will ja nur das Beste, aber... Ich meine, Noctis muss so viel durchleben. Der kann gerade nicht viel machen, so. Der hat gerade seine... Wahrscheinlich Freundin, Ehefrau, ich weiß nicht, für was Luna war, für Noctis... Er hat seinen König, also seinen Vater verloren. Er hat dann auch noch Verluste von seinen eigenen Freunden. Also, der Typ verliert so viel an nur so wenig Zeit, das ist echt unfassbar. Aufgerüttet durch Gladius. Worte erhält Noctis die Zustandsveränderung, Selbstbesinnung. Seine Vitalität ist temporär um 50% erhöht. Oh, das war doch gut. Jetzt kommen wir durch. Ein Glück! Es hat funktioniert! Ja. Ja. Wäre auch so. Tja, immer schön. Was ist denn das für eine riesige Höhle? Das Grab muss weiter innen liegen. Kommt ihr mit? Was denkst du denn? Ich denk gar nichts. Ich denke auch nicht, ne? Sag mal, riecht ihr das auch? Ignis, nicht ausrutschen! Hier riecht bestimmt noch scheiße. Gut, Leute. Dann rein da. Dann gehen wir mal rein jetzt hier in die Schose. So. Ach nee, das sieht nach Bosskampf aus. Und irgendwo hier soll also das Königsgrab verborgen sein. Yep. Dreimal richtig erraten. Warte mal, das sieht doch... Da unten sieht doch... Das sieht gut aus. Sind das Eier? Was ist denn das? Sind das Eier? Hinter diesen Eiern scheint irgendwas zu sein. Ja. Was ist das? Ein Schlund? Ein Gesicht? Was ist da? Ein riesiges Monster! Das war zu erwarten. Oh, nee, Digga. Das sieht so aus, als würde es mir nicht aufessen. Geh mal Frontalangriff. Ah, er will mich einziehen. Bah, Alter. Boah, der muss ich auch gleich kotzen. Gladio! Der hat gleich aus seinem Mund gefurzt. Digga. Prompto, geht's dir gut? Ich glaub, denen geht's überhaupt nicht gut.
Nimm das! Oh, 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 oh. Aber wir haben schon mal gut Damage gemacht. Sehr! Oh nein! Lauter kleine Mini-Viecher! Zerstampft sie! Das wird schwierig. Das ist eine Art Säure. Ignis ist am Mars. Ignis! Könnte ich nur sehen. Ja, ich verstehe dich, Brudi. Pronto! Und jetzt nicht bewegen! Oh, das kleine Fieder, das geht echt auf den Sack. Ja, er mir geht es gut. Lass dir doch einfach mal helfen. Könnt ihr aufhören, von seinem Furz immer was abzubekommen? Ja, jetzt habe ich auch was abbekommen. Nutzen wir die Königswaffen. Nein, konzentriere dich auf den Boss. Das war's dann wohl. Ja, er ist zu viel tot. Verdammt. Komm, Jungs. Jemand nimmt das. Verschwinde! Was war's? Ist der vergiftet oder was? Er ist doch tot. Stirb doch bitte. Gladio! Weil ich muss diese Mini-Viecher noch töten. Was sollen wir tun? Ich habe absolut keine Ahnung. Es muss einen Weg geben. Ja, Momo ist in Rage. Halt ausreichend Abstand, um nicht von seinem schlechten Atem beeinträchtigt zu werden. Ja, das ist mir erst. Ist mir schon aufgefallen. Vor dem. Okay, wir müssen uns fürchten. Und der hat sich gerade voll. Also, er hat sich nicht voll geheilt, aber er hat sich gerade geheilt. Verschwinde! Prompto, geh doch da bitte weg. Nein, er hat sich geheilt. Aber was soll ich denn machen? Wir müssen was unternehmen. Ah, da hinten. Ich gebe mal den anderen super trinken. Radio. Okay, ich bin dort. Und jetzt? Ja, alle sind wieder voll geil. Nacht! Lass mich etwas versuchen! Oh, er kann. Oh, gut gemacht! Sieht ganz so aus! Respekt, Ignis! Auf ihn! Vielleicht schaffen wir es! Alter, Ignis, du bist eine Maschine! Auch wenn du gerade nichts gesehen hast, das war einfach heftig, was du gemacht hast. Ignis hat sich das Kommando Kombinationsangabe geeignet. Ja! Geschafft! Ja, aber ohne Ignis wären wir jetzt Dünger! Wenn wir dich nicht hätten, Ignis. Ehrlich, ich dachte schon, jetzt wär's aus mit uns. Ach was. Nichts von unserem König? Bist dir wohl zu fein, dich zu bedanken. Spar dir die blöden Kommentare. Ey, ich finde, Ignis hat einen. Fass sie besser nicht an. Am besten wir verbrennen sie. Würde ich auch sagen. Ich finde nämlich nicht diesen ekelhaften, fetten Eier da anfassen. Okay. Eier weg. Seht nur, eine Tür! Wer legt denn hier ein Grab an? Ich glaube, das Grab ist ein bisschen später. Ja, verwachsen. Königswaffe annehmen. Oh, das ist ein Katana. Gib mir das Katana!
Kommt, zurück zum Bahnhof. Ja, gehen wir. Würde ich auch sagen. Moment! Was ist? So kann das nicht weitergehen. Eure Streitereien bringen mich noch um den Verstand. Mal ganz offen. Mein Augenlicht habe ich wohl für immer verloren. Und trotzdem will ich bei euch bleiben. Bis zum Ende. Ignis, das ist zu riskant. Wenn du weiter mit uns kommst, bist du in ständiger Lebensgefahr. Aber wir sind doch da. Wir können ihn aber nicht ständig beschützen. Na dann soll er selbst entscheiden. Es geht aber nicht darum, was er will. Das weiß ich. Ich erwarte keine Rücksichtnahme. Wenn ich zur Last werde, verabschiede ich mich von alleine. Was ist, Euer Majestät? Noct. Als König musst du für ein höheres Ziel kämpfen. Ohne Rücksicht auf Opfer, Verluste oder Freundschaften. Gladior. Noct wird bereit sein. Doch er braucht noch etwas Zeit. Ja, schon gut. Aber froh bin ich nicht. Ist das klar? Danke, Ignis. Sag mal, können wir vielleicht doch nach Tenebrae? Klar, von mir aus gern. Wenn's dir dann besser geht. Okay, aber bevor wir nach Tenebrae reisen, werde ich hier die Folge beenden. Ich wollte eigentlich noch eine Folge machen, aber ich glaube, das reicht noch, die zu der anderen Folge einfach reinzupacken. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.